Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Rising World. Ich habe hier noch ein paar Blöcke. Hier hinten wollten wir ja eine Abstellkammer machen, sozusagen. Also, ja, wollten wir. Deswegen nehme ich jetzt hier nochmal den Boden raus. Und ich habe schon ein kleines Deko-Objekt gefunden, damit das hier nicht so leer aussieht. Eigentlich wollte ich ja so dekorieren nach und nach machen, aber da ich mich ja kenne und dies sowieso immer vergesse, weil ich dann mit anderen Dingen beschäftigt bin, habe ich schon mal zumindest ein Deko-Objekt mitgebracht. Das stellen wir dann auch hier auf, damit das hier wirklich nicht so leer aussieht, weil unser kleiner Toni da hinten, der steht sowieso schon alleine hier. Und ich glaube, die Sättel waren ein bisschen teurer, ne? Von Material her. Da brauchen wir ein bisschen Leder. Und das müssten wir dann erst besorgen, damit wir hier noch ein paar Pferde reinstellen können. Guck mal, passt sogar von der Menge her, die wir an Blöcke brauchen. So, einen Block haben wir übrig. Aber das ist nicht so schlimm, den können wir ja später wieder wegstellen. Und ich habe jetzt hier einfach so ein Fass. Das kann man einfach hier irgendwie so in die Ecke stellen oder so. Da können wir noch welche organisieren. Wir müssen das ja nicht komplett da in die Ecke stellen. Wir können das einfach so. Oh, und das passt doch eigentlich ganz gut in einen Pferdestall. So, da stehen ja meistens also Pferde. In dem Pferdestall stehen meistens Pferde. Ja, das ist richtig, Lennox. Wir müssen... Jetzt bin ich komplett abgeschweift, ne? Das kann ich auch ganz gut eigentlich. In einem Pferdestall stehen ja meistens so Pferde... Nummer 2! Versuchen wir es noch ein drittes Mal. In einem Pferdestall stehen ja auch meistens Fässer und Kisten. So. Wo dann Sättel und so drauf liegen. Und da sind auch so irgendwie so Balken meistens, wo die Sättel drauf liegen, so über so ein Art Geländer oder so. Ja, egal. Das zum Deko-Objekt. Dieses eine Fass. Ja. Habe ich was zu essen dabei? Nein, ich habe nichts zu essen dabei, deswegen können wir uns hier gerade mal. Das sind Tomaten, ich glaube, die sind nicht so gut. Ja. Ja, Mais sollte funktionieren. Ja, das geht eigentlich. Ja, das passt. Gut, dass wir einen eigenen Garten haben. Da kann man mal immer dran gehen und ein bisschen was essen. Ja, jetzt müssen wir erstmal das ganze Zeug wegbringen. Das sollten die oben auf den Dachboden. Gut, Sprachzentrum ist heute voll da. Dachboden bringen. Da haben wir ja die ganzen Sachen eingelagert. Die Blöcke kommen nämlich hier rein. Das machen wir erstmal voll hier und dann haben wir noch 30. Hier haben wir nur noch einen einzigen, aber das ist nicht so schlimm. Und das Holz. Wo hatte ich das Holz? Das Holz. Hier, nee, hier war kein Holz. Holz hatte ich. Hatte ich hier oben Holz? Nein, ich hatte hier oben kein Holz, ne? Nein, hier waren Blumen. Und hier. Was ist denn jetzt schon wieder los? Und hier war nichts drin. Ja, Holzkram. Ne? Gut, Holzkram können wir sowieso unten im Keller machen. Da müssen wir, wenn wir irgendwas aus Holz brauchen, nicht als hier hochlaufen. Die Blöcke da oben, die müssen wir ja nicht so oft. Das ist ja eher Baumaterial, was übrig geblieben ist. Deswegen machen wir das Holz jetzt einfach hier rein. So, hier haben wir noch das. Dann haben wir hier noch das und Holz. Dann haben wir hier noch Eisenstäbe, die übrig geblieben sind. Gerüste machen wir eigentlich nicht hier rein. Kann ich den Eimer da hinstellen? Das gucken wir auch gleich mal. Aber ich denke ja nicht. Eimer können wir nicht bestimmt da hinstellen. Den Werkzeugkammer brauchen wir jetzt auch nicht. Das nehme ich sowieso immer mit, das Schwert. Kettensäge brauchen wir die jetzt aktuell, ich glaube, nicht. Den Bogen haben wir immer dabei. Hier ist noch ein bisschen Blumenzeug. Irgendwas mit Blumen auf jeden Fall. Und ja, die Gerüste, die könnten wir eigentlich... Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, nochmal hochzulaufen. Deswegen haben wir die jetzt einfach hier rein.
das war's mit unserer Ordnung. Warum habe ich eigentlich so viele Kisten auf dem Dachboden, wenn ich sie eh nicht nutze? Ich weiß es nicht. So, den Eimer wollten wir testen, genau. Den Eimer, können wir den hier platzieren? Können wir irgendwas mit dem Eimer machen? Können wir den... Nein. Wir könnten, wie gedacht, können wir den Eimer nicht irgendwo hinstellen. Wir können ihn aber in diese Kiste tun, warum auch immer, beziehungsweise ins Fass. So, jetzt haben wir den größten Teil weggebracht und sortiert. Oder auch nicht, weil wir wieder Unordnung unten im Keller gemacht haben. Aber das ist ja jetzt egal. Wir schnappen uns jetzt nämlich wieder, gehen wieder in den Keller und schnappen uns den Erdbohrer. Denn ich wollte eigentlich mal ein bisschen weitermachen mit, jetzt nehme ich den Hammer doch wieder mit, na egal. So, das Schwert brauchen wir jetzt auch aktuell nicht. Das mache ich einfach mal hier so hin. Das war's, ja, mehr brauchen wir nicht. Warum nehmen wir den Detektor mit? Den brauchen wir doch gar nicht. Wir gehen noch nicht in die Höhle. Wir bauen doch eigentlich nur unser Ding weiter. Unseren Abstieg. Doch, ich muss hoch. Ach, scheiße, hätte ich die Gerüste gleich mitnehmen können. Egal. Bleiben jetzt unten liegen. Da ich ein, wie nennt man das? Richtig. Spontaner Mensch bin. So. Die Treppen brauchen wir. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. So, das kommt hier hin. Und das ist das eine Treppe 1, Material 25. Material 25. Dann sind wir hier schon mal richtig auf jeden Fall. Das kommt noch hier rein. Davon nehmen wir noch zwei Stacks mit. Ich weiß ja nicht. Huch. Ich weiß ja nicht, wie lange wir da kramen wollen, aber das ist ja egal. Wir können das Zeug ja dann wieder oben auf den Dach bringen. Obwohl wir ja da oben an die Kiste nicht so oft ran müssen. Egal. So. Weiter geht's. Ich nehme ja schon mal meinen Schlagbohrer hier in die Hand. Obwohl das kein Bohrer ist. Weil. Mein Gott, hört sich das komisch an. Obwohl das ja kein Bohrer ist, das ist ja ein. Weil die Spitze dreht sich ja nicht. Das ist eigentlich nur ein Stempel. Also Meißel. So. Und ja, irgend sowas. 3. Aktuell nicht. So. Kommen wir hier mit der Treppe. Ja, komm, das ist gut. Jetzt haben wir hier wieder Krach, aber das ist egal. Tunnelgeräusche. So. Dann wagen wir den Abstieg ins Loch und bauen die Treppe weiter. Damit wir ungefähr einen Anhaltspunkt haben, bis wohin wir oder beziehungsweise wie steil wir graben müssen. Denn. Ach komm. So. Wir müssen ja einen gewissen Winkel haben. So, das ist auf jeden Fall schon mal zu weit. Danke. So, komm. Ja, gut, den setzen wir einfach mal dahin. Und das geht bis hier. Dafür haben wir ja den Hammer dabei. Damit wir hier solche Sachen machen können. Safe, die Treppenstufe ist weg. Sag ich doch. Und die ist übrigens auch weg. Oder? Nein. An die komme ich noch dran. So. Und hier können wir dann weiter buddeln. Nee, auf 2, danke. Jetzt können wir hier nämlich wieder ein bisschen tiefer gehen. Es wird ewig dauern, diesen Tunnel zu bauen, bis wir die richtige Tiefe erreicht haben. Aber das ist, glaube ich, egal. Das ist so ein Nebenbei-Projekt, was ich zwischendurch mal zwischen meinen normalen Projekten jetzt machen werde. Damit wir hier auch ein bisschen vorankommen. Hallo? Danke. Damit wir hier auch ein bisschen vorankommen. Wir wollen ja irgendwann eine Waffe haben und dafür brauchen wir halt Schwefel. Und um Schwefel zu bekommen, müssen wir tiefe Höhlen. Also in tief, also sehr tief buddeln. So, jetzt hab ich's. Und das müssen wir halt auch machen. Das hilft nichts, wenn wir da nicht weiter dran bleiben und
muss nicht ein bisschen Mühe geben, irgendwie da dran zu kommen. Deswegen machen wir das auch. So, ja, jetzt geht's hier weiter. Ich habe mir das wieder extrem schön gelegt, habe ich gemerkt. Also ich merke nicht, wo ich das hingelegt habe. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Erze und so, damit wir auch andere Bauprojekte nochmal machen können. Wir haben ja eigentlich recht wenig. Deswegen Stein haben wir auch, also Steine sind bei uns auch Mangelware. Deswegen machen wir das Ganze auch. Ein bisschen Ironie dahinter. Weil wir haben ja eine ganze Kiste voller Steine. So. Hier oben muss noch ein bisschen weg. Das hier, ja, das werden wir dann rausfinden. Wir buddeln einfach jetzt erstmal die Treppe. Alles nach und nach können wir das machen. Aber hier müssen wir nämlich auch nacharbeiten. Einfach mal immer Stück für Stück ein bisschen tiefer gehen. Wir können auch theoretisch so eine Art Bunker bauen. Das können wir auch machen, also wo ich hier gerade so dran arbeite. Das wäre eigentlich ein geiles Projekt, so ein Bunker. So nebenbei. Also ich meine, wir buddeln ja sowieso gerade. Ob wir jetzt die Treppe weiter buddeln oder ob wir so einen kleinen Schlenker machen und dann einen Bunker bauen. Das ist ja egal. Da kommt dann ein kleiner Vorratsschrank rein oder eine Vorratskammer. So ein paar Zimmer mit Betten drinne. Dass man auch dazu schlafen kann. Natürlich muss da eine schöne Beleuchtung hin. Hier, wie gesagt, dieses auch Silbererz. Das können wir ja mal gerade mitnehmen. Ich meine, das bringt uns ja jetzt nicht um, wenn wir hier gerade mal das Erz mitnehmen. So. Dann bauen wir nochmal ein paar Stufen. Eine Reihe zumindest, dann einen tieferen werde ich bekommen. Und die nächste Reihe. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Wir bauen, das müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Oder wir fangen halt als nächstes Projekt an, so einen kleinen Bunker zu bauen. Oder eine Bunkeranlage. Wir können dafür auch ja, also ich habe da was gefunden. Eventuell ein Tunnel oder also eine Höhle. Die hier unten. Die Schritte sind irgendwie hinter mir. Das ist ein bisschen irritierend. Eine Höhle, haben wir die schon mal gesehen? Da unten habe ich die Kohle zwar da gelassen. Vielleicht habe ich sie auch einfach nur nicht mitgenommen. Das kann auch möglich sein. Wo kommen wir denn hier raus? Bin da schon? Ne, ich kann mich nicht dran erinnern. Oder ist das eventuell sogar der Dungeon, bei dem wir waren, wo wir hinten rein sind? Könnte dies möglich sein? Also ich meine, hallo? Hallo? Ist hier jemand? Ja, okay, wir haben anscheinend einen neuen Dungeon gefunden. Aber den werden wir heute nicht machen. Denn, wenn ich gerade so auf die Uhr gucke, 15 Minuten haben wir voll, ne? Wir werden jetzt auf jeden Fall hoch.
Muss ich denn lang? Hier. Wir werden das auf jeden Fall uns das für die nächste Folge aufbewahren. Wo komme ich dann nochmal zu meiner Treppe? Ja. Wir haben anscheinend einen neuen Dungeon gefunden, was ich sehr gut finde. Denn dann haben wir mal wieder ein bisschen Action. Und Action mag ich. Wie das einfach ruckelt. Also, eigentlich ruckelt es ja nicht. Wir rennen einfach die Treppe hoch und das sieht aus, als ob es ruckelt. Wir werden diesen Dungeon auf jeden Fall in der nächsten Folge betreten. Mit ein bisschen mehr Ausrüstung und leeren Taschen. Und werden mal gucken, wie freundlich die Zeitgenossen da unten sind. Ich befürchte zwar nichts Gutes, aber wir haben ja das passende Begrüßungsgeschenk dabei. Ne, dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir den Dungeon erkunden und ausrauben. Ja, ich glaube, wir nehmen den auseinander, wenn die uns nicht freundlich gesinnt sind. Wenn euch das Video gefallen hat, bewertet das gerne und lasst ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und macht's gut.